ist eigentlich ganz gut geeignet, weil hier nicht ganz so viel los ist. Und ja, die Frau hat eine schöne Fahrradklingel, die Frau. Das ist richtig klasse. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, so, dann werde ich mich jetzt mal mit der süßen neuen Kamera hier auf dem Weg weiter bewegen und in Richtung Wochenmarkt gehen, so wie ich das ja auch schon bei dem Video mit der Pocket 2 gemacht habe. Im Anschluss möchte ich dann vielleicht sogar noch mal in Richtung der alten Liebe laufen. Mal gucken, wie das wird. Ja, ich muss den Namen üben. Also außer der Insta 360 One X2 habe ich heute, wie gesagt, noch die GoPro Hero 9 mit am Start. Die dient mir hier als Hauptkamera und ich werde auch hauptsächlich den Ton dann von der GoPro verwenden. Ich habe da wieder das Audio-Mod mit angebracht und dass ich den externen Audioausgang halt nutzen kann und dadurch das Wireless-Mikrofon von Rode anschließen kann. Das habe ich mir hier angebracht und ich habe diesmal den kleinen Windbreaker, den Puschel, auch extra noch mit einem kleinen Draht befestigt. Das hält hoffentlich so ein bisschen, dass ich da das Ganze nicht verliere. Das war ja immer meine Befürchtung vorher, dass mir das verloren geht, weil sich das wirklich sehr leicht löst von der ganzen Geschichte. Und das wäre natürlich schade. Ich habe zwar noch einen in Ersatz, aber das wollen wir ja nun nicht, dass man den dann nicht mehr hat. Und ich hatte halt auch festgestellt, dadurch, wenn ich das jetzt ohne diesen Windbreaker benutze, dass die Aufnahmequalität doch nicht so gut ist. Dann hat man dann doch einiges an Knacken und Knarzen des Öfteren im Audio. Und das ist natürlich nicht so angenehm. Ja, dann habe ich jetzt heute auch erstmalig meine neuen Handschuhe hier mit dabei. Meine Winterhandschuhe, Fotografenhandschuhe, auch zum Eisangeln geeignet. Das Gute ist bei denen halt, dass ich die Fingerkuppen einzeln lösen kann von den drei Fingern hier und dadurch halt dann auch den Touchscreen oder ähnliches bedienen kann. Ich muss mich immer noch ein bisschen darauf konzentrieren. Ja, jetzt erstmal natürlich auf die Autos. Wir gehen mal ein bisschen einen anderen Gang entlang diesmal. So, dann starten wir hier. Ich hoffe, dass die Neonröhren auch nicht so flackern jetzt bei dieser Geschichte, da ich die Einstellung etwas verändert habe. So habe ich auch bei der Hero 9 jetzt auf 50 Hertz umgeschaltet. Das war vorher auf 60 Hertz und bei dieser Einstellung hat dann halt auch immer, wenn jetzt Neonbeleuchtung oder ähnliches dabei war, das ganz schön geflackert, die Geschichte.
Okay. Ja. Unser Wochenmarkt hier in Cuxhaven. Immer gut besucht. Kommt halt alles frisch. Hatte ich jetzt ja auch schon einige Male ein paar Aufnahmen gemacht. Mal schauen. Gleich nochmal die Bullet Time Geschichte ausprobieren, was sich da am besten dafür anbietet, welche Ecke, wo nicht ganz so viele Leute unterwegs sind und dass ich da trotzdem mal das testen kann. Schauen wir mal. Motive gibt es ja genug hier in meiner kleinen Stadt. Hier haben wir die frechen Löwen. Die können wir jetzt auch mal versuchen, ein bisschen mit drauf zu bekommen. Hier mit der Insta360. Da oben sind sie auch und dann sind sie wieder weg. Geht immer schnell. Okay. Dieser Seite des Wochenmarktes lang. Bitte? Das ist für YouTube. Ich mach ein YouTube-Video. YouTube, ja, genau. Das ist halt so eine 360-Grad-Geschichte, wo man die ganze Umgebung dann komplett mit drauf bekommt. Ne? Ja, ist halt mein Hobby. Ja, schönen Tag noch. Danke. So, das war ein nettes Gespräch zwischendurch. Interessant. Finde ich immer schön, wenn die Leute sich dafür auch so ein bisschen interessieren können und dann sich so ein kleines Gespräch ergibt. Okay, jetzt sind wir hier schon wieder einmal durch. Und wie gesagt, ich wollte ja noch die Bullet Time Aufnahme ausprobieren. Und dazu gucke ich mir jetzt mal noch mal eine Stelle aus. Jetzt bin ich hier mal ein bisschen weitergegangen in Richtung City. Und zwar befinde ich mich hier jetzt wieder bei der Hermine, bei dem Schiff und dem kleinen Teich. Ja, die 360-Grad-Kamera-Geschichte ist halt für mich hauptsächlich dafür interessant, um mir die Szenen da rauszunehmen, die ich dann für gelungen halte, da ich ja in der Nachbearbeitung das komplette Bild, also die komplette Umgebung zur Auswahl habe und so im Schnittprogramm dann den Winkel mir raussuchen kann, welchen ich dann im fertigen Video haben möchte. Und dann gibt es natürlich noch einige nette Spielereien, die man damit machen kann, wie zum Beispiel diese Tiny Planet Geschichte, die zeige ich euch hier gerade mal, oder halt in umgekehrter Weise, dass man halt diese Krümmung damit reinnimmt. Ich hoffe, das sieht ganz gut aus jetzt, ganz witzig. Da gibt es einiges an netten Spielereien, was man da ausprobieren kann. Okay, dann gehe ich jetzt hier mal ein Stück weiter. Ich hatte gehofft, dass ich hier noch ein paar schöne Bullet-Time-Aufnahmen mit dem Löwen hier machen kann. Aber die sind alle abgehauen, die habe ich wohl verscheucht. Ja. Nichtsdestotrotz werde ich hier gleich nochmal
eine weitere machen. Wie gesagt, ich bin schon ganz gespannt darauf, in welcher Einstellung die am gebräuchlichsten für mich dann sind. Ob in dieser speziellen Bullet-Time-Ausführung oder halt mit den 3K und 100 Frames. Mal schauen. Okay, dann werde ich jetzt das Ganze noch mal wieder umbauen und noch eine Bullet-Time machen. Ja, die Aufnahmen hier habe ich dann auch im Kasten. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen weitergehen hier. Das Ganze nochmal wieder arretieren. Seltsam, dass das so einmal richtig schön festmachen. Dann bewegt sich da nichts mehr. Denkmal. Kann man eigentlich auch mal drum herum gehen. Das haben wir ja mit der Focke 2 auch so gefilmt. Ein bisschen höher. Das könnte ganz interessant aussehen. So. An unserer Stadtbücherei vorbei. Bin mal gespannt, ob man so viel jetzt von mir erkennen kann mit dem Hut. Mein Indiana Jones Hut. Hier an der Stadtbibliothek. Okay. Und dann über die Brücke hier rüber. Das ist eigentlich auch ein schöner Spot, wo sich mal eine Bullet Time anbieten würde. Aber machen wir dann später. Ich gehe dann gleich nochmal die Deichstraße runter Richtung Alte Liebe. Mal gucken, ob ich dann direkt an der Alten Liebe auch Aufnahmen machen. Könnte ich eigentlich machen. Jetzt bin ich einmal unterwegs hier, dann brauche ich auch nicht so voll zu sein. Man kann noch ein paar schöne Aufnahmen machen. Der größte Kritikpunkt, den ich so gefunden habe an der Insta 360 One X2, ist halt, dass die Chips eigentlich nur dieselben sind wie in modernen Smartphones, Mobiltelefonen, und dadurch natürlich die Auflösung und das Rauschen relativ deutlich ist und man eigentlich nur bei guten Lichtverhältnissen, und selbst dann soll es rauschen, aber das hat auch meine Hero 9, die rauscht auch ganz schön gewaltig. Auch bei gutem Licht, das habe ich jetzt wieder gesehen bei den Aufnahmen, die ich gemacht habe im Homeoffice in meinem Studio. Die Detailaufnahmen vom Unboxing der neuen Insta 360 One X2. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß beim Schauen hattet. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt.